Die Bundesregierung hat ihr Sofortprogramm Pflege präsentiert, unter anderem auch mit dem Auszug aus dem Pflegepersonalstärkungsgesetz, dass 13.000 neue Kolleginnen und Kollegen in der Pflege eingestellt werden soll, speziell im Bereich der stationären Altenpflege. Hier höre ich schon wieder die Kritiker, die sagen, ja super, wo sollen wir die hernehmen, wo gibt es dieses Fachpersonal, ist zurzeit nicht rekrutierbar, ist in der Menge nicht schulbar, alles richtig. Nichtsdestotrotz denken wir als Comba-Gewerkschaft, DBB, Beamten und Tarifunion, es ist der Schritt in die richtige Richtung. Jetzt sind wir gemeinsam gefragt, alle Betroffenen in Pflege sind gefragt, Übergänge zu kreieren, zu schaffen, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten. Im Gesundheitsschutz Maßnahmen zu vereinbaren, zu entwickeln, festzuschreiben in Tarifverträgen, wie in den anstehenden Tarifvertrag der Länder, aber auch in Haustarifverträgen bzw. Betriebsvereinbarungen. Dies ist unsere Aufgabe, um den Übergang zu schaffen in eine qualifizierte Pflege mit ausreichend Personal, damit die Kolleginnen und Kollegen entsprechend würdige Arbeitsbedingungen vorfinden und die Pflegenden würdige Pflegebedingungen. Das ist unser Ziel als Comba-Gewerkschaft.